Wir sind jetzt hier heute an einem ganz besonderen Ort, und zwar auf dem Gelände der WSW. Ein Ort, wo man normalerweise eigentlich nicht hinkommt, aber die WSW bzw. der Eisenbahnclub der WSW veranstalten hier jetzt zum 23. Mal die Wuppertaler Modelleisenbahntage. Noch bis zum Sonntag, den 23. November, haben sowohl junge wie auch alte Modellbau-Fans die Möglichkeit, sich auf dem Gelände der WSW, der Wuppertaler Stadtwerke, verschiedenste Modelle, sowohl wie auch von der Barmer Bergbahn und auch der Schwebahn, anzusehen. Wir sind jetzt hier an dieser Straße. Was ist denn das Besondere an diesem Bus hier? Ja, der Bus gehört zu einem Fallor-K-System. Das Fallor-K-System funktioniert über eine Drahtschleife im Boden. Die ist in einer Rille eingefräst. Der Draht ist dort eingelassen und der Bus fährt mit einem Akku. Der Bus hat vorne einen Schleifer dran und dieser Schleifer hält zu dem K-System Kontakt über einen Magneten. Dadurch folgt dieser Schleifer halt immer dem Draht im Boden und somit sieht das aus wie ein Fahrbetrieb. Ja, wir kennen das vielleicht auch noch von zu Hause, von der eigenen Modellbahn. Man hat immer sein Trafo und sein Steuerpult, wie man halt eben dann die Geschwindigkeit von den ganzen Zügen regeln kann. Aber wie ist denn das hier? Wie steuern Sie das denn hier? Die Fernbedienung ist hier über WLAN verbunden mit der Hauptzentrale. Und darüber haben wir im Prinzip alle Funktionen, die man auch von der Hauptzentrale durchführen kann. Der Vorteil ist dabei, dass man frei beweglich ist. Man kann den Zügen hinterherlaufen und muss nicht immer nur stationär irgendwo stehen bleiben. Ja, das ist ja jetzt hier nicht das erste Mal, dass hier so eine Modelleisenbahntage stattfinden. Wie hat denn das hier angefangen? Also 1991 hat sich eine Freizeitgruppe bei den Wuppertaler Stadtwerken gebildet, die sich mit dem Thema Modelleisenbahnen beschäftigt haben. Das ist dann immer größer geworden und irgendwann hat man sich dann überlegt, ach, lass uns doch mal eine Ausstellung machen. Da hat jeder dann so ein paar Sachen mitgebracht. Das wurde dann gezeigt, war ein sehr guter Erfolg gewesen und so hat sich das im Laufe der Jahre dann entwickelt. Und im nächsten Jahr sind dann wieder eine Woche vor dem ersten Advent die 24. Wuppertaler Modelleisenbahntage.